So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Purpur, die indigo-blaue Scheibe, wo ihr jetzt aktuell richtig seht. Ich hab ihn endlich, den Powerhelm. Das kam aber jetzt sogar auch wirklich ziemlich zufällig. Ihr habt ja gesagt, gesehen, ich habe im letzten Part ja bei Shugi die Episode beendet. Und als dann er sagt, ja, jetzt vor kurzem das Pokémon Purpur startete, also einen anderen Tag, versteht sich natürlich. Ja, da hat er auf einmal endlich den Powerhelm angeboten. Und ich habe den natürlich errungen. Ich habe die Auktion gewonnen. Musste allerdings für diesen Helm 360.000 Pokédollar hinblättern. Ja, das war wiederum ein bisschen zu viel des Guten, würde ich sagen. Aber ich habe seit den ganzen Parts darüber gesprochen, dass ich erst diesen Helm haben will für mein Outfit. Und jetzt habe ich ihn auch endlich. Was wir jetzt auch endlich haben, sind jetzt hier die 200 Einträge. Wir haben jetzt die 200 Einträge beisammen, um dann endlich mit der Quest von Gemma fortzufahren. Oder besser gesagt, die Quest von Gemma jetzt abzuschließen, fortzufahren und so weiter und so fort. Ich habe jetzt Sarcognodon. Und ich habe jetzt natürlich hier auch noch, ja, ein Bisasam. Und eigentlich ja noch ein bisschen mehr. Ja. Jetzt sagt ein Flamiau. Diese drei Pokémon allein haben schon ausgereicht, dass wir jetzt endlich den 200. Eintrag haben. Aber ja, man muss dazu sagen, ich habe mich auch vor zwei Parts auch wirklich ein bisschen zu dämlich dabei angestellt, Eier auszubrüten. Ich weiß zwar eigentlich immer noch nicht, weshalb wir Yonagrubären gekriegt haben, aber das ist halt jetzt so gewesen. Aber ich kann es jetzt wenigstens mal zeigen, wie man es eigentlich richtig macht. Ich kann dann jetzt eigentlich mal zeigen, wie man eigentlich richtig Eier ausbrüten sollte. Zuallererst einmal machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Und dann nehmen wir sowieso ein Ditto rein. Und dann sag ich jetzt einfach mal an dieser Stelle Sumpex. Tja, so weit, so gut. Das wäre dann erstmal schon mal der Anfang eines Hydropis. Aber damit das jetzt wiederum so ein bisschen besser klappt, auf jeden Fall hat es erst dadurch geklappt bei mir, sodass ich dann auch endlich die restlichen Pokémon gekriegt habe. Also nicht genau die restlichen Pokémon, aber ihr wisst ja, was ich meine. Die Pokémon, die wir jetzt noch gebraucht haben, um dann auf alle Fälle in diesem Part mit Gemmas Quest weiterzumachen, um dann auch die brandheißen Infos zu kriegen. Was für Infos das sind, das wird für euch jetzt sicherlich sowieso keine Überraschung mehr sein. Für mich ja sowieso auch nicht. Weil sie gibt uns Infos über noch über zwei Paradox-Pokémon, die wir noch schnappen können. In unserem Fall, weil wir Pokémon Purpur haben, sind es die Paradoxformen von Terrakium und Cobalion, die wir uns schnappen können gleich. Tja, und das, was mir jetzt geholfen hatte, um Eier auszubrüten, oder um besser gesagt Eier zu kriegen, war hier das Marmeladen-Sandwich mit der Eikraft Level 1. Dadurch hat das Ganze erst geklappt. Aber ich bin mir eigentlich sicher, theoretisch hätte es auch ohne ein Sandwich klappen sollen. Aber wie ihr selbst gesehen hattet, war es aus irgendeinem Grund ja nicht möglich für uns gewesen, innerhalb von einer halben Stunde so ungefähr, ein Bisasam-Ei zu kriegen. Und stattdessen hatten wir, zweimal Yonagrubären. Ich weiß beim besten Willen nicht so genau, weshalb. Es bleibt, für mich noch ein Rätsel. Tja, wie dem auch sei. Aber mit der Hilfe des Sandwiches mit Eikraft Level 1
können wir Ersack so oder so einfach zu einem Pokémon-Ei gelangen. Natürlich gäbe es Ersack noch andere Möglichkeiten, anstelle Ersack ein Sandwich zu kaufen. Was ich Ersack gelesen hatte, hätte ich Ersack sowieso auch den Artikel hätte ich Ersack sowieso auch zu Ende lesen sollen. Weil da stand das Ganze sowieso mit den Sandwiches drin. Aber nein, ich hatte ja sowieso bloß gelesen, Picknick, bla bla bla. So lala. Aber zu Ende gelesen hatte ich das Ersack jetzt leider nicht. Aber es hätte auch theoretisch ohne ein Sandwich gehen sollen. Aber so haben wir es jetzt, Ersack, sowas von schnell gekriegt. Tja, des Weiteren, was ich, Ersack, jetzt wiederum praktisch finde, das war jetzt, Ersack, leider ein Versehen gewesen, dass ich jetzt nochmal den Picknickkorb geklickt habe. Aber was ich wirklich jetzt wiederum praktisch finde, ist die Tatsache, Pokémon-Eier landen Ersack auf der Box. Und das finde ich Ersack wirklich praktisch. Und natürlich, um ja natürlich Eier recht gut auszubrüten, was natürlich ja jeder weiß, braucht man natürlich Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper. Das erhöht auf alle Fälle die Brutgeschwindigkeit. Tja, und ansonsten müssen wir dann einfach bloß ein bisschen in der Gegend herumfahren oder laufen. Fahren geht natürlich jetzt ein bisschen schneller. Versteht sich ja von selbst. Und so haben wir dann gleich auch erstmal zwei quietschfidele und gesunde Hydropis. Ja, okay, dauert vielleicht jetzt ein klitzekleines bisschen länger. Aber jetzt wiederum hat das geklappt. Da merkt man jetzt auch mal wieder, dass ich ein bisschen zu sehr gemeckert habe. Denn eigentlich im Großen und Ganzen klappt das ja. Hydropie, das Lehmhüpfer-Pokémon. Wenn es seine große Schwanzflosse einsetzt, kann es im Wasser schnell beschleunigen. Es ist überraschend stark für seine geringe Größe. Tja, und jetzt einfach noch Hydropie Nummer 2. Wieso man eigentlich unterschiedliche Bildschirme hierbei hat? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Denn ab und zu hat man ja diesen Ausbrütbildschirm gehabt. Keine Ahnung weshalb. Hatten das andere Hydropi dann ja bessere Werte? Naja, nicht wirklich. Hat aber natürlich die versteckte Fähigkeit seines Vaters erlernt. Tja, so viel dazu. Da haben wir jetzt auf jeden Fall die noch ein Hydropi. Dann habe ich auf jeden Fall mal gezeigt, dass ich mich doch bloß ein bisschen zu blöd angestellt habe. Um natürlich Hydropi oder besser gesagt sowieso Pokémon-Eier auszubrüten. Einfach zu dämlich angestellt. Anders war das jetzt ab dem besten Willen nicht. Außer natürlich, wie gesagt, ich habe mich zu blöd angestellt. So. Das war's dann jetzt allerdings auch mit meiner kleinen, ja, Brutgeschichte jetzt hier. Also machen wir uns jetzt, auf den Weg zurück zur Blaubeerakademie, zur Terra-Kuppel. Sagen dann jetzt erstmal Gemma, wir haben es endlich geschafft. Wir haben die 200 Einträge beisammen. Also sag uns jetzt bitte mal, wo sollen wir jetzt suchen? In der Zone 0 nach Paradox Terrakium und Paradox Kobalium.
Also, Gemma, wo war... Ah, da warst du. Hallo, Phantomat. Oha, hast du etwa... Aber hallo, du hast echt 200 Pokémon-Arten in der Tierra-Kuppel gefangen? Hut ab! Des Weiteren habe ich dann auch erstmal festgestellt, dass man, sagt, die Blaubeer-Mission nur in der Tierra-Kuppel machen kann. War ja irgendwie schon klar gewesen, aber ich habe das dann auch erstmal so festgestellt, in Paldea kann man das nicht machen. Tja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, das sieht man. Gut gemacht. Ihr jungen Leute steckt einfach voller Energie. Wahrscheinlich kennt sich schon viel besser mit den Pokémon der Kuppel aus als ich. Obwohl ich zuerst hier war. Also dann, ich hatte es dir ja versprochen. Bist du bereit für meine brandheißen Infos? Hier, schau dir mal diese Fotos an. Ja, das ist ganz klar... Ich wollte schon sagen Terrakobalium. Natürlich ist es jetzt, sag ja, Paradox Terrakium. An der Stelle waren wir sowieso auch schon öfters mal gewesen, glaube ich. Ja, an der Stelle auch irgendwie. Wisst ihr, irgendwie würde ich jetzt Paradox Cobalium irgendwie Ingenium liebend gern nennen. In einigen Gebieten werden diese Pokémon wohl Eisenfels und Eisenhaupt genannt. Rätselhafte Pokémon von rätselhafter Herkunft. Wäre krass, wenn das wirklich stimmen würde. Der Ort auf dem Foto soll sich irgendwo in Paldea befinden. Warst du schon mal dort? Jo. Oha, ist er etwas so bekannt? Dann würde ich auch gerne meinen Abstecher wagen. Aber wer weiß, vielleicht sind die Fotos auch gar nicht echt. In der heutigen Zeit kann man sich da nie so sicher sein. Wenn es dich interessiert, kannst du dort ja mal vorbeischauen. Ist doch aufregend, nach rätselhaften Pokémon zu suchen, oder? Nicht? Wenn du dir die Fotos noch einmal anschauen willst, frag mich einfach. Ich verlasse mich darauf, dass du gute Ergebnisse von deiner Erforschung mitbringst. Phantomat. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass wir die Paradoxform von Entei und Raikou leider nicht kriegen können. Es sieht cool aus, wenn ich, sag, meine Brille, sag, im Helm anhab, aber... Eigentlich ist das jetzt irgendwie ein bisschen unpassend. Ja, tut mir leid. Das passt jetzt nicht. Ich meinte natürlich ablegen, so. Der Helm an sich, der reicht. Da brauchen wir das Ganze nun wirklich nicht doppelt gemoppelt zu haben. Aber gut. Auf geht es zur Zone 0 mal wieder. Des Weiteren habe ich dann auch erstmal gesehen, dass sobald wir erstmal die beiden Paradox-Pokémon gefangen haben, kann ich dann auch erstmal zeigen, dass ich auch ein klitzekleines bisschen mal wieder einen Fehler gemacht hatte. Vor einigen Parts mit der Schatzhöhle. Im Höhlensystem 0. Da hatte ich einen kleinen Fehler gemacht. Wir hätten dann, sagt, den Gang zu Terrapagos nehmen müssen. Und da wäre dann anscheinend wohl irgendwo eine weitere Höhle gewesen. Wo man dann wiederum Terrakristall Knackrack oder Stellar Knackrack bekämpfen konnte, um dann die Höhle zu öffnen. So, wie dem auch sei, war das jetzt der Sakia? War das jetzt der Sakia schon die Gegend, die ich meine? Oder habe ich mich jetzt der Sakia schon wieder mal ein bisschen verfahren? Oh, verdammt. Eigentlich waren wir doch jetzt, sag, schon ziemlich häufig, sag, hier im Schlund von Paldea gewesen.
Okay, die Ecke am Wasser gebaut war das also jetzt hier nicht. Versuchen wir das Ganze dann jetzt einfach mal eine Etage tiefer. Andererseits, nein, das war jetzt also leider nicht ganz richtig. Es gab aber doch jetzt, sagt für Paradox Terrakium doch nicht allzu viele Stellen jetzt hier. Okay, wenn es sagt diese Stelle im Wasser nicht war, oder kann ich ihn jetzt sagt nicht sehen, weil ich fliege? Das wäre jetzt, sagt nun wirklich ein bisschen bescheuert, aber warte mal, diese Felsformation. Die war es doch eigentlich jetzt. Okay, da oben hätten wir ebenfalls noch eine Stelle am Wasser gebaut. Oder waren wir da nicht runtergekommen? Naja, das wird auf jeden Fall in diesem Part das längste sein, was wir auf jeden Fall machen. Zuallererst natürlich einmal unsere beiden Paradox-Pokémon hier finden. Verdammt nochmal, wir hätten es aus wohl doch erst von Station 1 aus anfangen sollen.
Okay, das verstehe ich jetzt Elsack wirklich nicht so ganz. Es gibt doch Elsack hier nicht allzu viele Stellen am Wasser. Und das war unfair, Kramor. So viele verschiedene Stellen, wo man eigentlich runtergucken kann, gibt es doch hier jetzt auch nicht. Also das Ganze ergibt jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so viel Sinn. Wo ist jetzt der Sakir Paradox Terrakium abgeblieben? Rein theoretisch hätte ich mir, wie es aussieht, die Fotografien sicherlich mal abfotografieren sollen. Ja, es wäre, glaube ich, jetzt nicht die schlechteste Idee gewesen, die Fotografien abzufotografieren. Denn seien wir mal ehrlich, so komme ich nicht voran. Ich war eigentlich jetzt der Meinung, ich hätte diese Felsformation schon erkannt. Aber anscheinend habe ich die überhaupt nicht erkannt. Und ich habe mal wieder ein paar Pokémon überfahren. Ja, jetzt sag mal wieder eigenartig. Ich war mir ziemlich sicher, das war es die Stelle am Wasser gewesen. Theoretisch hätte sie uns eigentlich auch Fotokopien geben können. Weil so bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes übrig, als nochmal zur Terra-Kuppel hinzugehen. Weil ich so beim besten Willen, mich nicht mehr daran erinnern kann, wo die jetzt, nun die Stellen bei den Fotos waren. Rein theoretisch müssten wir doch da schon gewesen sein.
Also gut, ich habe mir die Fotos nochmal notiert. Nochmal abfotografiert, meine ich. Ob mir das jetzt, er sagt, nun viel bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese Stelle da mit Kobalium, die muss eigentlich sehr weit oben sein, im Schlund von Paldea. Es kann eigentlich nicht anders sein. Also beim besten Willen, es kann nicht anders sein. Aber fangen wir, er sagt, doch erstmal an mit Terrakium. Fangen wir, er sagt, ganz unten mal an. Fangen wir einfach mal ganz unten an. Denn diese Felsformation, die muss eigentlich sehr weit unten gewesen. Naja, nicht so weit unten. Nun wirklich, er sagt, nicht so weit unten. Okay, es muss ja eigentlich irgendwo jetzt hier sein. Okay, das sieht doch schon jetzt schon besser aus. Ich war eigentlich der Meinung, es würde besser aussehen, aber wir haben uns jetzt, ehrlich gesagt, erneut getäuscht. Ist doch eigentlich hier die Stelle. Okay, jetzt lasst mich doch, sag jetzt mal alle hier in Ruhe. Ich suche, sag ein Paradox-Pokémon. Aber das ist doch, sag jetzt hier die Stelle. Ist doch die Stelle jetzt hier. Und wo ist jetzt unser Paradox-Pokémon? Ich weiß jetzt nicht so genau, wieso du jetzt ausgerechnet hier bist. Du hättest am Wasser sein müssen, aber meinetwegen. Damit hätten wir jetzt Paradox Terrakium dann doch noch gefunden. Was muss es sich jetzt eigentlich verstecken? Und jetzt lass mich mal in Ruhe. Tja, dann mal ran an die Arbeit.
Das sieht doch jetzt, der Sack, nicht gerade sehr gut aus. Eisenhand, du machst den Sack an einer wirklich blöden Position ein, Dickerchen. Abgesehen davon habe ich jetzt, sag hier ein bisschen Pech. Oder anders ausgedrückt, ich habe jetzt beim besten Willen leider vergessen, die richtigen Bälle noch einzukaufen. Nicht zu vergessen, dass es wirklich ein bisschen unpraktisch ist, dass Eisenhand genau vor uns ist. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen unpraktisch. Okay, das ist zwar jetzt, er sagt, bescheuert gelaufen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe hier jetzt bedauerlicherweise ja selbst diesen Fehler fabriziert. So, Eisenfels, das Paradox-Pokémon Gesteinpsycho. Es scheint einen Körper aus Metall zu haben. Seinen Namen erhielt es in Anlehnung an ein rätselhaftes Objekt aus einem alten Buch. Tja, Bericht von Eisenfels. Hat auf jeden Fall jetzt die neue Technik Wuchtklinge drauf. Gesteinstechnik. Das sieht ja, das sagt doch nicht schlecht aus. Aber es war beim besten Willen, er sagt, jetzt nicht geplant gewesen, dass wir dafür einen Meisterball jetzt opfern. Nein, das hatte ich ja gesagt, so beim besten Willen nicht geplant. Aber gut, da kommen wir jetzt, so wie es aussieht, nicht drumrum. Okay, wir wären, er sagt, drumrum gekommen, aber trotzdem. Das war halt jetzt einfach total unpassend. Tja, wie schon gesagt, das war jetzt einfach total unpassend. Gut, mehr können wir jetzt, sag ich, hier auch nicht tun. Abgesehen davon, dass wir jetzt, sag ich, wieder zurück zum Schlund von Paldea müssen. Tja, und was dann? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir müssten von der Observationsstation 1 unseren Weg von oben irgendwie nutzen. Aber wenn Paradox Terrakium schon an einer komplett anderen Stelle war, also in einem kleinen Versteck, sich befand, dann muss es jetzt eigentlich mit Kobalium hier ebenfalls so sein. Okay, es ist ein Wasserfall im Hintergrund.
So viel hatten wir schon mal gesehen. Ein Wasserfall befindet sich im Hintergrund. Nicht zu vergessen, dass diese Satellitenschüsseln da auch, auf dem Foto drauf waren. Also wir müssen auf jeden Fall zwei Bäume so auf dem Bild so zu sehen haben und dann ist er genau ein Wasserfall. Es muss der Wasserfall da sein. Also müssen wir noch ein bisschen weiter nach oben klettern. Ja toll, Eisenhand, jetzt lass das mal. Wir wollen also hier den Aufenthaltsort von Paradox Cobalium ausfindig machen. Da bringt es einen nicht so viel. Warte jetzt so. Muss ich. Also heute stehen mir also wirklich überall Pokémon im Weg. Ansonsten klettern wir noch mal ein bisschen höher. Okay, das ist vielleicht hier ein bisschen unpraktisch. Aber das kommt so ungefähr hin. Es gab da jetzt auch leider keine Absperrung. Und genau in dem Punkt hatten wir ja auch unser Abenteuer hier. Warte mal, ist da was? Nein. Ich glaube, jetzt sind wir zu weit geklettert. Ich glaube, jetzt sind wir einfach zu weit geklettert. Aber ja, von der Position von Observationsstation 1 muss es ja eigentlich ja schon sein. Und es muss ja, ich sag, schon ein bisschen hoch sein, wo Cobalium sich befand. Er musste immer an dieser Station hier im Auge behalten. Und dann nicht zu vergessen, er auch noch den Wasserfall und die Satellitenschüssel.
Nee, ich bin mir jetzt beim besten Willen nicht so ganz sicher, wo das der Sack jetzt sein soll. Könnte es ein erhöhter Punkt sein? Oder vielleicht auch eher nicht. Okay, hier sind wir ja wieder beim Anfang. Es kann doch erst auch bloß die Observationsstation 1 sein. Oder sagt doch ein... Ja, es ist die Observationsstation 1 gewesen. Aus einer komplett anderen Sicht. Tja. Was soll ich dazu bloß sagen? Abgesehen, er sagt davon... dass ich es sicherlich nicht drum herum kommen werde, noch einen weiteren Meisterball zu aktivieren. Ansonsten versuche ich es natürlich erstmal mit Hypnose. Das wäre jetzt nun wirklich witzig gewesen, wenn das jetzt beim ersten Versuch geklappt hätte. Jo. Wir haben also wirklich einen Meisterball verschwendet. So, Eisenhaupt. Angeblich hat es mit dem leuchtenden Kling, die es abfeuert, seine Umgebung komplett verwüstet. Aber mehr ist nicht über es bekannt. Ja, Stahlpsycho. Mit der neuen Technik Tachyon-Schnitt. Interessant. Das Wesen ist allerdings... ja, kühn, aber leider sagt nicht gut. Tja, damit hätten wir jetzt die Paradox-Pokémon, die Gemma uns gezeigt hat, auf jeden Fall dann auch errungen. Also jetzt wollen wir dann einfach noch mal sehen, ob sie noch irgendwas zu sagen hat. Und wenn nicht, dann machen wir jetzt die letzte Mission dieses Parts. Der Kampf gegen den geheimen Blaubär. Boss. Der eigentlich auch nicht mehr so geheim ist. Na, nun ist es einfach, du hast eines der Pokémon auf den Fotos echt gefunden? Wow, das ist ja wirklich Eisenfels. Was für ein Brocken. Angeblich sammelt es Energie in seinen Kopf, um damit alles und jeden niederzustrecken. Ah, wenn das stimmen würde, hätten wir es mit einem ziemlich gefährlichen Pokémon zu tun. Dann lass mich mal ein Foto machen. Das waren zwei. Damit fehlt nur noch ein weiteres Pokémon. Lass bald wieder von dir hören, Phantom Heart. Na, du, ist einfach, du hast eines der Pokémon auf den Fotos echt gefunden? Tatsächlich ist Eisenhaupt, wie es glänzt. Wow.
Gerüchten zufolge schießt es Strahlen aus seinen Hörnern, die alles in Stücke schneiden. Ja, wenn das stimmen würde, hätten wir es ja auch mit einem ziemlich gefährlichen Pokémon zu tun. Dann lass mir ein Foto machen. Du hast sie beide gefunden. Was anderes habe ich aber auch nicht von dir erwartet. Wenn ich ehrlich bin, haben mich die seltsamen Fotos so beschäftigt, dass ich mich gar nicht richtig auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Wir hatten zwar nichts abgemacht, aber ich möchte mich trotzdem bei dir dafür bedanken, dass ich die Sache jetzt ruhen lassen kann. Hier, ich bin wie üblich sehr großzügig. Ein Turnierball? Aha. Ein besonderer Ball, der beim Käferturnier der Johto-Region eingesetzt wird. Das ist doch jetzt, wirklich mal recht ungewöhnlich, so einen Ball jetzt geschenkt zu bekommen. Der beim Käferturnier der Johto-Region eingesetzt wird. Naja, ich hätte, sowieso auch nichts dagegen, wenn es, ein Remake zu Pokémon Gold und Silber es gäbe. Wäre, auch nett. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sind es jetzt, sowieso Pokémon Schwarz und Weiß, die, eine neue Version kriegen werden. Ich gehe eigentlich davon aus, es müsste Pokémon Schwarz und Weiß 3 sein. Ein Remake würde an sich ja nicht so viel Sinn machen. Aber kann natürlich auch sein, dass sie das Ganze, nochmal von vorne machen. Ach, die Welt steckt immer noch voller Geheimnisse. Aber wenn man erstmal erwachsen ist, kann man ihnen nicht mehr so hinterherjagen wie früher. Deshalb musst du deine Abenteuerlust bewahren, solange du kannst. Geh daraus und entdecke noch viel mehr unbekannte Pokémon. Tust für mich, okay? So, jetzt aber genug davon. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es könnte aber trotz allem, auch so sein, dass man vielleicht, trotz allem, ein Pokémon Gold und Silber Switch-Spiel kriegen könnte. Und ebenso auch ein Pokémon Schwarz und Weiß-Spiel. Es müssen ja nicht die gleichen Entwicklerstudios dran sitzen. Könnte natürlich eher sowas sein wie Let's Go. Unwahrscheinlich, ich weiß, aber mir hat Let's Go Pikachu gefallen. Sowieso er sagt auch der Look des Let's Go Spiels. Und ja, Hinweise gab es eigentlich ja sowieso auch in der Silph-Co. Darauf, dass es theoretisch auch möglich gewesen wäre. Mit Pokémon Let's Go Johto. Wäre möglich gewesen. Die Bilder, die da im Silph-Co Gebäude hingen. Die Wanne sahen wirklich sehr verdächtig nach Johto aus. Naja, wurde aber bis zum heutigen Tage nichts. Vielleicht wird es auch sowieso überhaupt nichts werden. Nun denn, wie dem auch sei. Es werden, auf alle Fälle erstmal Pokémon Schwarz und Weiß kommen. Entweder ein Remake oder eine Fortsetzung mit dem dritten Teil. Nach Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2. Dann vielleicht Schwarz-Weiß 3. Könnte natürlich sein. Generell hatte ich ja sowieso auch von der Optik her der Terra-Kugel in der Terra-Kuppel sowieso auch zuallererst mal gedacht, das könnte doch auch im Zusammenhang mit Zygarde stehen. Warum noch nicht? Dann verpassen wir ja, der einer Region ein komplett neues legendäres Pokémon, nachdem er die legendären Drachen-Pokémon von Ying und Yang und Kyurem dann sowieso schon abgearbeitet wurden in den beiden ersten Spielen. Warum sollte dann, nicht ein Pokémon aus der Kalos-Region auswandern in Richtung einer Region? Okay, von Frankreich nach Amerika ist es doch ein bisschen weit, aber hey. Wieso zum Henker gibt es, da einen Kristallsee, der in Verbindung mit der Terra-Kristallisierung steht, in der Kitakami-Provinz? Das eine ist, Spanien, das andere ist Japan, Sinnoh. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Generell, wenn ich, so mal darüber nachdenke, wir hatten eigentlich bis jetzt, noch keine richtige Erklärung über das, über die Geoglyphe gekriegt, die sich ja im Schlund von Paldea befindet. Hatte ich ja, auch in meines Pokémon Purpur Let's Plays gezeigt. Es gibt ja im Schlund von Paldea eine eigenartige Geoglyphe. Die war, glaube ich, sowieso auch auf den letzten Part von Pokémon Purpur drauf, was ich aufgenommen hatte. Also der Titelbild. Das Titelbild.
Naja, immerhin nächste Woche, Donnerstag, am 11. Januar, da soll dann sowieso auch noch eine Bonus-Episode zu Kamezin und Purpur kommen. Der Epilog quasi. Vielleicht kriegen wir dann, er sagt, noch ein paar Antworten. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. So oder so hauen wir jetzt einfach nochmal den geheimen Blaubeer-Boss einfach mal weg. Die Person, die unter Einsatz von BP die meisten Gäste in unseren Hort des Wissens lockt, verdient sie das Anrecht auf einen Kampf gegen den geheimen Boss der Blaubeer-Akademie. Was soll eigentlich Onei für ein Name sein? Ah, obwohl, das könnte, sagt theoretisch auch, nennt sich das Anagramm sein für Ciano. Wir wissen, er sagt ja auch schon längst, dass Ciano der geheime Boss ist. Und generell, Onei, Ciano, bei Naruto Shippuden, Tobi, Obito. Man muss, er sagt dann, um wirklich, er sagt nicht den kompletten Buchstabensatz drin haben. Hallo, ich bin's, Onei. Ich danke dir, dass du so viele Leute an die Blaubeer-Akademie gerufen hast. Dafür hast du ein ganz besonderes Geschenk verdient. Und zwar das Recht, gegen den Geheimboss der Blaubeer-Akademie anzutreten. Also komm doch bitte gleich mal zum Eingangsbereich. Er kann es kaum erwarten, also bis nachher. Tja, bekämpfen wir jetzt einfach nochmal den geheimen Boss. Schnappen wir uns noch ein bisschen Geld. Und dann in der nächsten Woche Freitag ist es ja sowieso schon so weit, dass ja das Blaubeer, also das Willkommen an der Blaubeer-Akademie Turnier stattfinden wird. Nachdem ich ja sowieso das Turnier der Kitakami-Provinz ausgelassen habe, wird es jetzt, sag mal, wieder Zeit reinzuhauen. Nanu, Phantom Heart! Was machst du hier? Wartest du auf jemanden? Ja, und zwar auf den Geheimboss. Also irgendwie finde ich eigentlich auch, dass so die Optik seiner Augen mich irgendwie ein bisschen an eine Pummelrobbe aus Genshin Impact erinnert. Verstehe. Und generell ist er sein Schal eine Anlehnung an Durengard. Dann wird es wohl Zeit, die Charade endgültig zu beenden. Du wirst nicht glauben, aber Onei bin in Wirklichkeit ich. Ich habe bloß das C weggelassen. Dank dir ist richtig Leben in unsere Akademie gekommen. Du hast für ordentlich Inspiration gesorgt, sowohl bei den Leuten als auch den AGs. Als Direktor bin ich dafür wirklich sehr dankbar. Und jetzt halte ich fest, ich bin nicht nur der Direktor. Ich bin auch der stärkste Trainer der Blaubeer-Akademie, der Geheimboss. Der Champ der Blaubeer-Liga mag öffentlich die Nummer 1 sein, aber im Hintergrund ist der Geheimboss der stärkste. Gegen dich macht dein Kampf bestimmt auch so richtig Spaß. Ah, ich habe Pokémon auf Level 100. Zeigen Sie mal, was Sie gegen diese Übermacht ausrichten können. Dann lass uns gleich mal loslegen. Ich werde ernst machen, also halte schön lange durch, ja? Blaubeer-Direktor Ciano fordert dich heraus. Tja, ich denke eigentlich, das wäre doch jetzt, er sagt, ziemlich einfach zu machen. Ich gehe doch einfach davon aus, dass es einfach zu machen ist. Griffeldes mag zwar eigentlich schneller sein als Moskau.
Aber macht der Sack jetzt keinen großen Unterschied. Moskau ist ja ein offensiver Angreifer. Paralyse, bitte. Danke sehr. Das hilft uns jetzt der Sack auch noch ein bisschen weiter. Ja, eine Zitrobeere. Nun denn, wie dem auch sei, Zebritz, du bist ja gleich besiegt. Ja, unter normalen Umständen mit einem anderen Team. Ja, da wäre das Ganze jetzt sicherlich sowieso auch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber sieh mal an, der Benutzer sagt jetzt auch die Eine als Starter. Na, leider ging jetzt der Sack unsere Hypnose daneben. Aber egal, wie schon gesagt, wir haben Sack ja Pokémon auf Level 100. Da wird alles weitere jetzt Sack auch mal wieder ziemlich einfach sein. Aber ja. Ah, wartet mal. Wartet, war. Obwohl, wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht ein passendes Pokémon dabei. Okay, ich hätte jetzt eher mit Serpio Royal gerechnet. Muss ich zugeben. Na, ich muss eigentlich zugeben, ich hätte jetzt eher mit Serpi Royal gerechnet, anstelle mit Mobitess. Aber wie es sich natürlich auch für einen Schulleiter in der Einer-Region gehört, hat er natürlich jetzt sag ja bloß Pokémon der Einer-Region im Team. Jetzt schon das zweite Mal, wo wir leider eine Attacke verfehlen. Ah, das Flammenbirex hat ja sogar noch einen Lebenorb dabei. Das ist jetzt, sagt nun wirklich ungemein fies. Hätten wir jetzt allerdings nicht hier rekristallisiert, wären wir jetzt schon erledigt gewesen. Und jetzt ging er, sagt der Knuddler, ein drittes Mal daneben. So viel dazu jetzt, dass unsere Pokémon auf Level 100 leichtes Spiel mit ihnen haben. Wenn wir natürlich Attacken verfehlen, dann ist es mit unserem leichten Spiel natürlich auch schnell vorbei. Oh, du bist ganz schön stark, da macht der Kampf richtig Spaß. Ah, jetzt auf einmal kommt Serpi Royal. Na gut, versuchen wir es noch ein weiteres Mal. Wenn wir schon so viele Zuschauer haben, sollten wir ihnen auch etwas Interessantes bieten. Ätera kristallisiert also Serpi Royal. Lass es bitte ein Drache sein. Er macht sich jetzt erst selbst einen Nachteil und macht das zu einem Gesteins-Pokémon.
hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber gut, Flambirex nimmt sich eigentlich erst schon so gut wie selbst raus. Ja, hat sich jetzt das schon selbst rausgenommen. Tja, jetzt einfach nur noch eine weitere Rankenkeule. Eventuell ein Ableithieb. Und dann war's das mit dem Geheimboss. Aber wie schon gesagt, das war jetzt eigentlich auch keine sehr große Kunst gewesen. Da unsere Pokémon ja fast alle auf Level 100 waren. Aber in der Tat, irgendwie erinnert mich sein Gesichtsausdruck und seine Augen an eine Pummelrobbe aus Genshin Impact. Aus der Region von Tain. Du bist in der Tat ganz schön stark. Mensch, du bist wirklich stark, Phantom Heart. Das war meine erste Niederlage seit Jahren. Also gut, der Champ der Blaubeerliga hat den Geheimboss besiegt. Dann bist du jetzt... Wie sollen wir dich nennen? Blaubeerkönig vielleicht? Naja. Aber genug von deinem Titel. Glückwunsch jedenfalls. Dafür, dass du den Geheimboss besiegt hast, bekommst du einen besonderen Preis. 3 Kometstücke? Ach, ich bin so gut drauf. Ich möchte dir noch mehr geben. Ich hab's. Wär's mit einem Pokémon-Tausch? Ja, lass uns tauschen. Ich biete ein Elitseber an. Solange es von dir kommt, bin ich mit jedem Pokémon zufrieden. Ich habe aber leider kein Karpador mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe kein Karpador jetzt mehr dabei. Ah, wissen Sie was? Sie kriegen ein Dodo. Möchtest du dein Dodo gegen meinen Elitseber tauschen? Jo. Dann mal auf Wiedersehen, Dodo. Und von ihm kriegen wir dann sowieso jetzt auch noch ein besonderes Pokémon. Ey. Ach so, doch. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein ganz gewöhnliches Elitseber. Aber dieses Elitseber ist ein Shiny-Pokémon. Dodo, das ist toll. Danke. Mein Elitseber hat eine seltene Farbe. Ist das nicht fantastisch? Kümmere dich gut um es. Dann bis zum nächsten Mal. Tja, bis zum nächsten Mal. Jetzt erst einmal haben wir erst einmal alles gemacht, was wir machen wollten hier an der Blaubeerakademie. Wir haben jetzt noch ein Shiny gekriegt. Ein Shiny Elitseber. Andererseits hat es ein Shiny-Symbol hier. Ah ja, hat es ja. Aber wie dem auch sei, das war's dann jetzt erstmal gewesen. Aber wie ja sowieso schon gesagt, nächste Woche am 11. Januar, da kommt die Bonus-Episode zu Pokémon Karmesin und Purpur heraus, wo wir dann gemeinsam mit Nymila, Pepper und dann Nymila, Pepper... Nymila, Pepper... Und der Evoli-Trainerin, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, auch noch ein klitzekleines Abenteuer in der Kitakami-Provinz erleben werden. Und wir dann, noch ein letztes mysteriöses Pokémon fangen können. So, ich dachte aber jetzt, es gäbe hier noch Schutzschild zu kaufen.
Ah ja, Schutzschild. Gut, ein paar Schutzschilde wollte ich jetzt erst kaufen. Dann gäbe es noch irgendwas anderes, was wir mit den Blaubeerpunkten, die wir haben, machen können. Noch einmal Gigasauger. Sicherheitshalber auch nochmal Rückenwind. Eiskreisel kann ich schaden. Ah, verdammt nochmal, für die Matschbombe reicht es jetzt leider nicht. Aber gut, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt sagt, noch machen kann. Mir passende TMs besorgen. Und dann sowieso auch noch hier und da ein paar Blaubeerpunkte noch zusammensammeln. Auf jeden Fall war's das dann jetzt auf jeden Fall gewesen mit unserem Let's Play zur Indigo-blauen Scheibe. 22 Parts sind ja, ich sag, auch keine schlechte Hausnummer. Und wir haben immerhin auch noch unseren Powerhelm gekriegt. Zwar offscreen, aber ich hab ihn jetzt. So, des Weiteren, ja, wie schon gesagt, die Bonus-Episode nächste Woche mit, Cosima. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Nemila, Pepper und Cosima. Die drei werden dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, besonders auch deshalb, weil es bis jetzt niemand was darüber geschrieben hat, wer die drei letzten Mentoren sind, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es einfach Cosima, Pepper und Nemila sind. Die drei letzten Mentoren, die man hier in der Blaubeerakademie einladen kann. Das würde, sag, sowieso auch Sinn ergeben. Dann kriegen wir sicherlich von Nemila einen besonderen Handschuh, würde ich mal meinen. Hm, davon gehe ich einfach mal aus. Und von den anderen beiden, ja, eine Handyhülle auf jeden Fall. Und vielleicht, sagt, noch einen besonderen Rucksack. Eine Handyhülle von Pepper und dann einen Rucksack von Cosima. Warum denn, sagt, nicht ein Evoli-Rucksack? Würde mir auch gefallen. Passt zwar nicht zu unserem Outfit, aber würde mir gefallen. Ansonsten, ja, die bisherigen Hinweise deuten darauf hin, dass Pokémon Schwarz und Weiß ein Switch-Spiel kriegen. Ob es, sagt, nun ein dritter Teil wird oder ein totales Remake, das wissen wir bis jetzt, sagt, sowieso noch nicht. Das wird sich sicherlich erst am Pokémon Day im Februar herausstellen. Und was er sagt, das jetzt sollte mit Gemma und dem Turnierball aus der Johto-Region vom Käferturnier, ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Naja, aber generell haben wir auch ziemlich viele Aprikoko-Pokebälle ja gekriegt. Hier im Spiel. Wie den Mondball zum Beispiel oder den Sympa-Ball oder den Freundesball. Da ist dann eigentlich der Turnierball jetzt nicht mehr so eine große Überraschung. Aber ungewöhnlich war es trotzdem. Naja. Wir werden auf alle Fälle ja sehen, was er in den kommenden Monaten angekündigt wird. Vielleicht gibt es einen Let's Go Johto-Titel endlich mal. Oder er sagt Pokémon Schwarz und Weiß mit einem Teil 3 oder mit einem kompletten Remake. Wer weiß das schon genau. Vielleicht er sagt auch was ganz anderes. So oder so steht er sagt nächste Woche, wie schon gesagt, die Bonus-Episode auf dem Plan. Und dann gibt es er sagt sowieso auch noch das Blaubeer. Willkommensturnier. Wo dann er sagt sowieso bloß die Pokémon aus dem Blaubeer-Pokédex erlaubt sind. Vom 12. bis zum 14. Januar. Die Anmeldezeit dafür beginnt er sagt mit dem heutigen Tage, mit dem 4. Januar. So, und damit würde ich jetzt auch wirklich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen unseres Abenteuers an der Blaubeer-Akademie. Ich habe zwar jetzt nicht dran gedacht, jetzt noch etwas Bestimmtes zu zeigen, aber ja, ist jetzt Pech gewesen. Obwohl, wisst ihr was? Wir können ja sagt das Ganze jetzt wirklich ja sagt nicht so enden lassen. Andererseits wiederum, ich wüsste jetzt ja sagt leider auch nicht so genau. Ach, was soll's? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sollen es wollen jetzt aber am besten will nicht mit der Zeit geizen. Ne, ne, was bringt uns das nicht, jetzt wirklich mit der Zeit zu geizen?
Ich hatte Sack vorgehabt, jetzt Sack nochmal zu sehen, irgendwie da zur Schatzhöhle zu gelangen. Und wisst ihr was? Das mache ich dann jetzt auch nochmal. Das wird dann auf jeden Fall jetzt das Ende gleich sein. Das wirkliche Ende unseres Blaubeerabenteuers. Aber ja, allein wegen dem Turnierball würde ich jetzt sag schon mal drauf tippen, dass vielleicht ja ein Pokémon Let's Go Johto vielleicht in der Mache sein könnte. Ein Pokémon-Legendenspiel zur Johto-Region wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Oder vielleicht sowieso was komplett Neues. Tja, all das würde ich ja sagt eigentlich gut finden. So, jetzt kommt erstmal hier gleich wieder die übliche Frage. Wo genau war denn jetzt der Eingang gewesen zum Labor 0? War der jetzt hier gewesen? Ja, der war jetzt hier gewesen. Also machen wir uns dann nochmal kurzzeitig auf den Weg ins Höhlensystem 0. Und wollen dann nochmal sehen, ob wir jetzt, er sagt, die Schatzhöhle mal erreichen können. Also gut, wir müssen vor allem jetzt erstmal zu dem Bereich hin, wo so ungefähr sich Terrapagos befand. Wenn wir dann erstmal den Ort erreicht haben, okay, jetzt sag ich hier rein. Und dann irgendwo gleich auf der rechten Seite soll sich hier, sagt, noch ein Höhleneingang befinden. Aber seien wir mal ehrlich, jetzt, sagt... Glaube ich, ich weiß immer noch nicht so genau, wo wir jetzt hin müssen. Naja, so wie das jetzt der Sack aussieht, weiß ich eigentlich immer noch nicht so genau, wo wir denn jetzt der Sack hier... den Höhleneingang zu Stellar Knackrack finden sollen. Tja, bedauerlicherweise weiß ich das jetzt, der sagt, immer noch nicht. Aber wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall einiges hier an diesen letzten Part hier reingepackt.
Nur finde ich das jetzt irgendwie doch ein bisschen eigenartig. Oh, warte, hier ist der Eingang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... Ah, warte mal, da drüben. Doch ein klitzekleines bisschen umständlicher, als ich es gedacht hatte. Aber hier ist er, sagt jetzt der La Knackrack, der uns jetzt, sagt noch dran hinderte, zur Schatzkammer hier im Höhlensystem 0 zu gelangen. So. Also habe ich es dann schlussendlich dann doch noch hingekriegt. Genau das hier zu zeigen. Ist zwar jetzt also wirklich erst ein bisschen zu spät, aber hey. Ist doch jetzt erst auch nicht verkehrt. Ist doch jetzt erst auch nicht verkehrt, das er sagt, noch im letzten Part reinzubringen. Verdammt nochmal! Na gut, es war sowieso schneller gewesen. Tja, aber dadurch... Es klang so, als wäre irgendwann Kristall verschwunden. Aber so haben wir dann es jetzt wenigstens auch nochmal geschafft, die Schatzhöhle dann auch noch zu zeigen. Ja, jetzt muss ich bloß überlegen, wo waren wir jetzt erst hergekommen? Ah ja, hier. Gut, gut, gut. Und ja, jetzt an der Stelle ist hier der Kristall weg. Und die Schatzhöhle offenbart sich uns. Ein paar TMs. Etliche Terra-Kristallstücke. Eine wahre Schatzkammer, so kann man es einfach sagen. Ja, von allen etwas hier. Tja, wie schon gesagt, etliche Terra-Kristallstücke.
So, ich denke allerdings, jetzt haben wir alles eingesammelt, was es hier einzusammeln gibt. Und damit wäre dann sowieso auch unser Abenteuer in der Blaubeerakademie dann jetzt nun wirklich vorbei. Ja, so kann man es jetzt wirklich sagen. Damit wäre unser Abenteuer an der Blaubeerakademie jetzt erst einmal vorbei. Es war zwar jetzt, er sagt, nicht gerade sehr passend, nicht sehr passend gewesen, jetzt, er sagt, die Höhle noch zu zeigen. Aber so oder so, ich habe es noch gezeigt. Wir haben die Paradoxform von Terrakium und Kobalium gefangen. Wir haben den geheimen Boss der Blaubeerakademie, ja, vernichtend geschlagen. Kein Wunder. Und dann sowieso jetzt, er sagt, zu guter Letzt auch noch die Schatzhöhle im Höhlensystem 0 auch nochmal geöffnet und gezeigt. So, das war's dann aber jetzt auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der Bonus-Episode auf jeden Fall wieder. Und dann sagst du sowieso auch zu dem Zeitpunkt, wo wir dann auch Ranked Matches und vor allem Online-Kämpfe in Pokémon Purpur dann wieder aufnehmen werden. Bis dann und ciao bis dann.